Grüßt euch, ich bin euer Heubi und ihr schaut unseren YouTube-Channel. Heute wieder mit einem Review, aber mal mit einer kleinen, putzigen, alten Waffe von Bugatti, den Legends Western CO2 Revolver. Aber wie gesagt, labern wir nicht lange rum, fangen wir an. Nach dem Intro geht's los. Beginnen wir wie gewohnt, wie die Waffe zu euch kommt. Die Waffe kommt in einem sehr schön designten braunen Pappkarton mit einem Aufdruck von der Waffe und unten links ein paar Warnhinweisen zu der Waffe, die man beachten soll, beziehungsweise was die Waffe alles hat. Wenn man den Karton umdreht, sieht man auf der Rückseite noch einmal ein Abbild der Waffe, beziehungsweise eine noch detaillierte Aufstellung, wie, wo, was ist, zum Beispiel Metall Arrow Barrel, 6 Shots, CO2 oder den Single-Action-Abzug. Kommen wir nun zu ein paar Real Facts von dem Revolver. Der Revolver ist ein Single-Action-Revolver, das heißt, nach jedem Schuss wird nachgeladen. Kleines Geräusch ist schon mal cool. Wird seit 1873 von der Firma Colt hergestellt, auch unter dem Namen Peacemaker, und wurde dafür speziell entwickelt von der Firma Colt, die sogenannte 45 Long Revolver Patrone, die in der Trommel das Ganze befeuert. Genug zum Real Steel, nun zur Software-Version, kommen wir nun zu den technischen Daten. Das Ganze ist im Boteur Umarex zu bekommen bei Bugatti, Link in der Videobeschreibung. Es ist Hop-Up keines vorhanden, keines einstellbar, die Materialien sind schönes Metall und Kunststoffparts, mehr dazu, wie gesagt, bei den Bodyparts. Magazin, es sind hier in dem Fall 6 Hülsen. Energie, ca. 2 Joule. Die Länge des Ganzen liegt bei 275 mm und das Gewicht bei 870 Gramm. Der Preis für das gute Stück liegt bei 149,90 Euro. Kommen wir nun zu den Bodyparts. Dafür hole ich euch ebenfalls wieder näher an die Kamera, damit ihr es auch gut sehen könnt. Kommen wir nun zum Body von dem Revolver. Der Body vom Revolver ist komplett aus Aluminium, Metall gefertigt, ist sehr schön verarbeitet, hat ein vernickeltes, glänzendes Finish, wie bei den Spiegelungen beim Licht sehr schön zu sehen sind, macht es optisch auf jeden Fall was her. Der Griff ist in einer Holznachbildung, wie ich finde, aber auch sehr gelungen ist. Wie wird das ganze Ding befeuert? Das ganze Ding läuft, wie schon im Intro erwähnt, per CO2. Die Kartusche wird einfach unterhalb des Handgriffs eingelegt. Dazu einfach die Oberschale abklipsen, die Patrone einlegen, zusammenschrauben, andrücken, fertig. Kommen wir nun zum Laden von dem Revolver. Das Laden ist ähnlich wie bei den Wessen. Die Kugel kommt in die Hülse, allerdings nicht vorne, sondern hinten. Man muss zum Einsetzen der Hülse den Hahn halb zurückziehen, dann die Hülsen einlegen, die Klappe wieder verschließen und spannend, schon ist eine Patrone schussbereit. Der Revolver hat hier auch eine Sicherung, dieses unterhalb des Abzugbügels. Sieht man den roten Punkt, so ist man schussbereit, sieht man ihn nicht, so ist die Waffe gesichert und man kann nicht abdrücken. Kommen wir nun noch schnell zu den Markings. Auf dem Außenlauf ist leicht eingraviert Legends Western Revolver Kaliber 45 und unterhalb der Trommel befindet sich das wie gewohnt F im Fünfeck Kaliber 6 mm und eine fortlaufende Seriennummer. Kommen wir nun zu den Internals. Zu den Internals gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Das ist ein kleiner Messinglauf gebaut, wie gesagt ohne Hop-Up. Der Innendurchmesser hier 6,08 mm. Der Hammer hinten ist hier aus Aluminium gefertigt, nicht gefräst, leider nur Druckguss. Aber die Abzugseinheit, also der Hammer, wo das Gas freisetzt, ist aus Stahl gefertigt. Also das sollte auf jeden Fall einiges aushalten. Ja, das war's schon zu den Internals. Mehr ist es nicht, gibt es ja auch nicht mehr. Ist eine rein simple Mechanik, wo prinzipiell nicht viel kaputt gehen kann. Kommen wir nun zum Schuss und zum Chronotest. Geschossen wurde auf 15 Meter mit 0,25 Gramm BBs und eine normale CO2-Kartusche.
Gekront haben wir das Ganze allerdings mit 0,2 Gramm Bio-BBs. Ergebnis kommt jetzt. Hi, hi, hier ist der Daniel. Ich habe für euch dieses hübsche Teil Test gespielt im Feld. Eher unpräzise, jedoch als Sammelwaffe für den schmalen Preis unschlagbar und hat nicht jeder. Kommen wir nun zum Fazit von dem Leggings Western Revolver. Ich muss sagen, der Revolver macht auf jeden Fall optisch übelst was her. Also wenn jetzt jemand damit auftaucht und in der Ecke steht und man hört dieses Geräusch, dann zuck ich schon mal ein bisschen zusammen. Also wie gesagt, ich finde es klasse, dass man sowas mal hat. Zum Spielen ist er halt bedingt geeignet, vielleicht eher was für Scheibenschießen oder für die Vitrine auf jeden Fall. Top! Ich kann es euch trotzdem ans Herz legen, weil die Mechanik drinnen recht simpel ist und sie auf jeden Fall lang ihren Dienst tut. Wenn es Anregungen gibt, immer in die Kommentare. Das war's von mir. Ich würde mich über ein Abo freuen. In dem Sinne sage ich Tschö mit Ö, euer Holbi FV. Macht's gut.